Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Hier seht ihr die Adresse meines Kanals. Ich würde mich natürlich über jeden Abonnenten freuen, denn da bekommt ihr ständig meine neuesten Filme mit. Heute möchte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen, die jetzt nichts mit Sammeln, Reisen oder Laufen zu tun hat, sondern eine Geschichte vom kleinen Gauss, der im Jahr 1777 in Braunschweig geboren wurde und ein mathematisches Genie war. Diese Geschichte handelt vom kleinen Gauss, oder wie ein Neunjähriger im Jahr 1786 die Zahlen von 1 bis 100 addierte. In einer Zeit, in der es weder Computer noch Smartphone gab, noch irgendwelche Apps, noch Excel oder sonstige Rechenprogramme oder Taschenrechner gab es da natürlich auch noch nicht. Das alles gab es damals noch nicht. Für viele, gerade der jüngeren Generation, eigentlich unvorstellbar. Nun aber auf die Geschichte zurückzugehen, der kleine Gauss half seinem Vater schon mit 3 Jahren beim Rechnen. Ja, sein Vater war Schatzmeister einer kleinen Versicherungsgesellschaft und einige Anekdoten, ob sie denn wahr sind, das ist jetzt die nächste Frage, besagen, dass der kleine Karl Friedrich seinen Vater schon mit 3 Jahren bei der Lohnabrechnung seine Lohnabrechnung korrigierte. Im Alter von 7 Jahren kam er dann in die Volksschule in Braunschweig. In der 3. Klasse war er dann schon ein richtiges Genie, wie die folgende Geschichte zeigt. Ja, der Lehrer, der hatte mal die Schnauze voll von seinen Schülern und wollte mal so eine ruhige Stunde in seiner Klasse verbringen. Und so gab er ihnen allen Schülern die Rechenaufgabe auf, alle Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Ja, dann lehnte er sich gemütlich zurück und dachte sich, nun lass ich dir mal rechnen. Da hatten die Schüler dann auch wirklich richtige Mühe, nur einer nicht, nämlich der kleine Karl Friedrich. Denn der kam bereits nach einer halben Minute zum Lehrer und sagte, das Ergebnis lautet 5050. Da liegt das Ergebnis, sagte er. Der Lehrer schaute dann verdutzt und verwundert erst rein und er hat es dann selber gar nicht nachgerechnet, was da eigentlich dabei rauskommt. Eigentlich hatte er fast gedacht, dass die Schüler dann den Rest des Tages damit beschäftigt sind und alle möglichen komischen Zahlen dann dabei rauskommen. Und jetzt musste er selber anfangen und fing an. 1, 3, 6, 10, 15, 21, also wenn da 6 dazu kommt, dann 28. Und dann überlegte er schon, ja, was hatte ich jetzt da? Da war ich bei 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach Gott, ja, dann kommt glaube ich 8, 36. Irgendwann verrechnete er sich und dann musste er wieder von vorne anfangen. Also es entstand ein totales Chaos. Dann irgendwann fragte er dann den kleinen Karl Friedrich, na Karl Friedrich, wie bist du denn so schnell auf die Lösung gekommen? Ganz einfach, Herr Lehrer. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 und so weiter untereinander geschrieben. Irgendwann 50. Und dann hatte ich keinen Platz mehr auf meinem Platz. Also schrieb ich hier plus 51, hier 49 plus 52 und so weiter. Bis dann schließlich schrieb ich da 100 hin, da 99, da 98, da 97. Ja, und die anderen Zahlen schrieb ich dann gar nicht mehr. Denn da war es mir schnell klar, wie ich da aufs Ergebnis komme. Denn das 1 plus 100 ist 101. 2 plus 99 ist 101. Das ist auch alles 101, das auch. Und da unten, das ist auch 101. Und das auch. Also es kommt immer 101 raus und dann zählte ich das da durch. Musste ich auch nicht durchzählen, weil da wusste ich ja, das ist 50. Also musste ich das ganze 50 mal die 101 zusammenzählen, was nach Adam Riese dann
50 mal 101 ist. Und da er gut rechnen konnte, wusste er dann auch gleich, dass das 5050 ist. So kam der kleine Karl Friedrich auf die Lösung. Jetzt zum Schluss wird es noch ein ganz klein bisschen mathematisch, denn man kann da ganz einfach die allgemeine Formel davon ableiten, von dem, was er da gemacht hatte. Wir machen es jetzt mal am Beispiel der Zahlen von 1 bis 10 zu addieren. Machen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die addieren wir wieder, genauso wie der Karl Friedrich. In dem Fall kommt ja immer 11 raus. Und wir zählen die Zahlen 1 bis 10 zusammen. Und 11 ist ja 10 plus 1. Das ist auch 10 plus 1. 10 plus 1. 10 plus 1. Und das ist auch 10 plus 1. Und das Ganze 5 mal. Wenn man jetzt sagt, 10 ersetze ich jetzt durch n, dann komme ich auf die Formel 5 mal n plus 1. Und 5 ist die Hälfte von n, also von 10. Grundgenommen ist es dann also n halbe mal n plus 1 in Klammer. Also im Fall von 1 bis 10 ersetze ich es jetzt nochmal n durch die Zahl 10 mal 10 plus 1 durch 2, ja. Also 110 geteilt durch 2 ist gleich, ich nehme nochmal einen neuen Zettel, jetzt sieht es sehr unübersichtlich aus, ich will jetzt hier auch nicht den Lehrer spielen. Also ich mache mal jetzt trotzdem nochmal 10 mal 10 plus 1, das Ganze geteilt durch 2, ist gleich 10 mal 11 durch 2, ist 110 durch 2, ist gleich 55. Also man sieht, es stimmt. Und das ist die allgemeine Formel dazu. Also n mal n plus 1 in Klammer und das Ganze durch 2 teilen. Nämlich statt 10 12, dann wäre das ja 12 mal 13 durch 2. Das wäre dann 6 mal 13 ist gleich 78 bei der Summe von 1 bis 12. Ja. Das war es schon wieder mit der Geschichte vom kleinen Gauss. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich male jetzt hier noch eine Ameise hin. Man muss nicht immer eine fleißige Ameise sein. Mit Köpfchen kommt man meistens schneller zum Ziel. Auf Wiedersehen und danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, wenn euch der Film gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Kanal Maratomi und dann bis zum nächsten Mal.